So, hallo zusammen. Es ist mal wieder soweit, ein kleiner Rundgang durchs Gewächshaus. Wir haben jetzt heute den 10.8. Ihr seht hier auf der rechten Seite die Kirschenveredelungen, die wir dieses Jahr durchgeführt haben. Die Pflanzen sind kräftig gewachsen, das freut mich richtig. Da im Hintergrund sind die Mutterbeete mit Bittenfelder Sämling, damit ich im nächsten Jahr wieder Material habe zum Veredeln. Die Paprikas, die wir ja überwintert haben, wer regelmäßig reinschaut, hat es mitbekommen, die tragen bereits erste Früchte. Ich versuche da mal eine einzufangen. Die ist ganz ordentlich geworden, wobei die Pflanzen an sich im Wachstum eigentlich ganz schön zurückbleiben. Ich habe mir da eigentlich ein bisschen mehr erhofft durch diesen Wachstumsvorsprung, den sie haben. Hat aber irgendwie nicht funktioniert dieses Jahr. Woran es liegt, weiß ich nicht. Hier scheint offensichtlich eine Physaliswild aufzugehen. Die lassen wir jetzt einfach mal wachsen. Die nächsten Wochen, die Gurken leiden hier schon kräftig unter dieser enormen Hitze, die im Gewächshaus herrscht, wie die letzten Tage, Wochen. Da sind Spinnmilben dran ohne Ende. Ich werde jetzt auch keine Versuche mehr unternehmen, der Sache Herr zu werden, weil demnächst ein längerer Aufenthalt ansteht. Also nicht hier, sondern eher im Urlaub. Hier ist eine Aubergine. Eine kleine Frucht hängt da schon dran. Auf der anderen Seite noch keine. Ja, die Nektarine ist auch kräftig gewachsen. Ich versuche mal kurz ein paar Früchte einzufangen. Gehen wir mal kurz rum. Die werden schön rot, sind aber noch relativ fest. Ich lasse die jetzt mal noch ein paar Tage dran. Die haben noch eine Woche Zeit zum Reifen. Danach werde ich auf jeden Fall mal die ersten probieren. Dann gehen wir in der Mitte gerade wieder hoch. Die Kiwi kränkelt nach wie vor sich hin. Ich denke, der Boden ist einfach zu feucht. Tomaten wachsen kräftigst. Wobei ich dieses Jahr zum letzten Mal gelbe Tomaten mache. Das ist einfach nicht mein Geschmack. Da hinten haben wir übrigens auch. Die sind schon ein bisschen größer. Die werden wir demnächst ernten. Eine schöne Aubergine. Der Mangold wächst auch exorbitant. Ja, da haben wir Ochsenherz. Wir haben die ersten Pflanzen oder die ersten Tomaten schon weggemacht. Da waren Exemplare mit 600-700 Gramm dabei. Hätte ich nie gedacht, dass das so riesen werden können. Ja, unsere Naschtomaten. Ja, gehen wir kurz raus und auf der anderen Seite wieder rein. Hier im vorderen Bereich lassen wir gerade einen Salat zur Blüte kommen. Da stehen Stangensellerie. Noch hier gelb. Tomaten, Tomaten, Tomaten. Dazwischen immer wieder mal eine Sellerie. Und hier die roten Beete, die jetzt dann wegkommen. Ja, in der Jungpflanzenaufzugsstation, wie ich es immer spaßhalber nenne, ist nicht viel passiert zurzeit. Wir haben hier eine Aprikose, die wir veredelt haben, die ganz toll gewachsen ist. Man sieht hier die Kopulationsstelle, die ganz toll verwachsen ist. Man sieht da fast keinen Übergang. Dann haben wir hier Weinreben, die noch drauf warten, eingepflanzt zu werden. Da hinten die Mammutbäume, die wir mal angezogen haben, wachsen auch ganz ordentlich. Und hier haben wir noch ein Basilikum stehen. Die Blaubeeren, die stagnieren gerade ein bisschen. Vielleicht soll ich mal wieder eine Runde düngen. Aber die wachsen gerade so vor sich hin. Ja, und da gibt es im Ende nur noch den Hochteich. Hier wachsen gerade schon die Sumpfiris fürs nächste Jahr. Den Froschlöffel, der ist auch schon am Blühen, teilweise schon im hinteren Bereich abgeblüht. Wir haben da auch schon Saatgut gewonnen. Hier die Brunnenkresse, die wächst auch ohne Ende. Ja, und hier im Kleinkinderstation, die sind ja auch schneller gewachsen als gedacht. Ja, und hier im Ebbeflut auch die Weiden, die man dann wahrscheinlich im Frühjahr nächsten Jahres aussetzen können. Und da hinten wächst auch Blutweiderig und Froschlöffel. Ja, mehr gibt es Zeit, was das Gewächshaus betrifft, nicht zu sagen. Jetzt beginnen dann die Erntemonate und dann melde ich mich einfach mal in 4-6 Wochen wieder. Dann schauen wir mal, was wir im Winter über so treiben hier. Da gibt es ja doch noch einiges zu tun. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin. Ciao, ciao, macht's gut.